Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard hier auf meinem YouTube-Channel. In der letzten Folge haben wir ja, oder bin ich leider gestorben. Und wir müssen unseren Loot wiederholen. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Aber der Tod in der letzten Folge kam echt unerwartet. Also... ja, ich bin halt doch noch nicht so stark, wie ich gehofft habe. Was ein bisschen schade ist, ich habe auch wieder Seelen verloren. Das ist natürlich richtig mies. Weil man so viele Seelen verliert, das ist einfach nur scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viel ich vorher hatte. 6000 oder so und jetzt habe ich nur 2000. Das ist, wenn ich jetzt nochmal sterbe, ich bloß noch ein paar hundert. Also eventuell gibt es vielleicht hier irgendwann mal ein Update, wo man sagt, ja hier, passt auf, verliert nicht mehr so viel Seelen. Ich weiß, ich könnte eine Rune ausrüsten, womit ich tatsächlich auch einen Teil meiner Beute behalte, aber ich weiß nicht, ob das auch die Seelen beinhaltet. Aber ich habe lieber so Runen, die mich ein bisschen schneller und flinker machen und wo ich mehr Loot bekomme, als dass ich den Loot dann behalte. Und die eine Heil... aber warte mal, ich habe doch eine ausgerüstet, oder? Ja, ach, 15% deiner Seelen. Ach so, okay, yay. Das ist ja voll viel, die ich behalte dann. Aber erst einmal essen. Das muss sein. So, hier einmal hoch. Okay, Stärke 280. Das habe ich bei weitem noch nicht erlangt. Wo sehe ich meine Stärke? Das würde mich mal interessieren. Wo sehe ich denn die? Stärkkraft 408? Willst du mich verarschen? Wo kommt denn die Kraft her? Was habe ich denn gemacht, dass ich so kräftig bin? Au. So, hier. Aber erstmal ausmerzen. Ihr lebt nämlich noch. Ihr die Schuld seid, dass ich gestorben bin. Hey, Bombe! Oh, ein goldenes Hörnchen. So, dann looten wir erstmal schnell die Kiste. Wir looten erstmal schnell die. Und wir holen unsere Todeskiste wieder. Nice. Rennen hier noch welche rum? Nö, schade. Doch, da ist noch einer. Ihr seid dran schuld, dass ich gestorben bin. Ich merz euch aus. Söhchen. Aber die sind hier, trotz dass ich so stark bin, haben die ganz schön Power hinter der Keule. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen Granat. Ohne Apfel, bitte. Da haben wir wieder was. Drei Stück. Oh, come on. Hey, der hat überlebt. Und wir decken hier natürlich weiter auf. Denn ich möchte gerne die Insel, wenn ich auf einer Insel bin, die schon komplett aufdecken, wenn ich es soweit kann. Schlangenschuppen, hä? Wie... das ist doch eine Echse. Es müsste doch Echsenhaut geben oder so. Oder Echsenschuppen, aber nicht Schlangenschuppen. Hä? Oh.
Okay, das war easy gerade hier. Okay, es ist Nacht. Hier unten sind schon wieder welche gespawnt, die ich nicht brauche. Aber hier ist nochmal Granat. Und Knochen. Schön. Oh, und Ranken, geil. Ja, da haben wir das hier aufgedeckt. Da könnten wir jetzt eigentlich nochmal dort hingehen oder versuchen, dahin zu gehen und das zu meistern. Und dann könnten wir versuchen, in der Base wieder ein bisschen was zu machen. Und ich denke mal, wir kriegen das Level noch hin, dass wir in dieser Aufnahmesitzung eventuell dann noch den Boss besiegen können. Sorry, aber Granat und Obi und Eisen kommt alles mit. Stein tatsächlich auch, obwohl ich das eine jetzt ausgelassen habe. Ach, ich muss ja wieder durch die Höhle raus. Oh Mann. Aber hier gibt's halt noch Loot. Ah, ich habe schon wieder 4000 Seelen. Das ist geil. Ja, nächstes Level up is coming. Geil. Ich werde mir auch angewöhnen, nicht mehr jede Rune mitzunehmen, weil was will ich denn mit dem, wenn ich die doppelt und dreifach habe? Das ist ja Quark mit Soße. Das brauche ich nicht wirklich. Wenn ich jede Rune einmal besitze, reicht das vollkommen aus. Oh, schon wieder Granat. 8 Stück. Geil. Ich würde hier gern einmal rumkommen dürfen, damit ich zur Höhle kann. Bitte, danke. Oh, ich höre da was. Ich habe nichts, um mich hochzubauen, ne? Scheiße. Das ist nicht gut. Alter. Und wir haben... Okay, wisst ihr was? Wir holen uns den Bifrost, gehen zurück und wir haben das letzte Level erreicht. Jetzt ist der Boss dran. So, einmal direkt hier rein. Erwerben. Haben wir noch irgendwo was, wo was mir eventuell mehr Leben gegeben hätte? Erhöht die LP, das haben wir schon. Ehre rennt wieder weg. Da ist wieder irgendwo ein Mob. Gut. Ja. Natürlich muss ich hier wieder erst einmal die Universalschmiede aufbauen und ein bisschen was reparieren. Und natürlich soweit alles ablegen. Pfeile nehmen wir jetzt mit für den Nornenbogen. Wir nehmen aber die großen mit. Das sind nämlich Explosionspfeile. Ui, wir können Granat anbauen. Und Gold! Machen wir dann gleich. Ach du Scheiße. Wartet mal.
diese ganzen Keulen, ne? Die kriegen eine extra Kiste. Die bekommen jetzt mal eine extra Kiste oder zwei extra Kisten, ne? Und die baue ich tatsächlich ins Haus. Weil das sind Schwerter die und Bögen, die wir hergestellt haben. Und das ist einfach nur Loot, was wir bekommen haben. Das brauche ich nicht wirklich. Genauso wie bei den Schilden hier. Das ist einfach alles Loot, was wir gefunden haben. Rüstung kann auch soweit bleiben. Werkzeug auch. Ruhen, ja, gut. Also, keine Ahnung, die ganzen grauen Ruhen, die können wir hier rausmachen. Die können wir hier oben reinballern. Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht eine raushaue, die ich ausgerüstet habe. So eine Schwimmrune habe ich nicht ausgerüstet. Nee. So eine Herzrune würde ich gerne behalten. Die eventuell ausrüsten. Ach, da geht eine andere weg. Was ist denn das? Die Seelen, die machen wir mal weg und wir rüsten die dafür aus. Wir hauen die hier auch raus. Ich muss nicht schneller sein in der Nacht. Das ist Schwachsinn. Neues Schwert bräuchten wir eigentlich erstmal ganz und gar nicht. Rüstung wollte ich aber gucken. Ich hätte nämlich gern die hier. Feuerresistenz. Gulwats Rüstung. Gulwax. So. Ui, die sieht nice aus. Zeig mal her. Oh, die sieht geil aus. Können wir uns dann auch Gulwaiks Schild machen? Ja. Und dann machen wir uns doch noch ein Feuerschwert. So. Das ist eins. Das kommt auf die zwei. Das ist jetzt ein Ticken schlechter. Den Hammer lassen wir aber drinne. Das heißt... Dieses Schwert kommt raus. Irgendwas wollte ich noch machen. Essen brauchen wir noch. Mir fehlen Algen. Ich muss wieder angeln gehen. Und das hier haben wir jetzt Max-Level, ne? Geil. Oh, Moment. Entschuldigung. Oh, boy. So, vier Stück davon. Denn wir wollen uns noch mal ganz kurz hier bauen. Eins. Zwei. Ich würde hier hinten gerne einen hinsetzen wollen. Ja, gut. Machen wir das dahin. Und das machen wir dahin.
Und dann bauen wir hier noch schnell den Zaun zu Ende. Nice. Da oben dürfte nichts mehr hinpassen. Nee. Dann machen wir hier noch den Zaun zu Ende. Und dann haben wir erstmal so eine safe kleine Base. So. Schön. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber das Wichtigste ist, falls wir uns mal wieder irgendwo hochbauen müssen, das und wir haben keine Bodenplatten mehr. So. Gut. Dann werden wir uns mal in den Bosswagen, würde ich sagen. Essen haben wir noch ein bisschen was. Ja. Essen Hammer, wir sind komplett ausgerüstet, wir haben eine neue Rüstung, die uns mehr Schutz bietet. Dann ab zum Boss. Ich bin immer noch erkältet, es tut mir leid. Es ist immer noch die zweite Aufnahmesitzung von dem Spiel. Okay, ich muss erst mal ganz kurz hier machen. Und ganz kurz mich um den hier kümmern. Oh, das ist der Wolf. Geil. Der kämpft wirklich richtig geil mit. Yo, na dann. Der erste Boss. Shit. Und da ist mein Hund, der kämpft. Geil! Oh, ah, die ist gleich down. Oh, die Explosionspfeile sind geil. Was haben wir noch? Das hier. Mal auf Schwert wechseln, bitte. Wir haben Jan Sachs besiegt. Yeah! Dafür erstmal die Krone streicheln. Staffel 0, Episode 2, die verlorenen Elixiere. Wir haben ein neues Ding auf der Karte freigeschalten. Da unten. Da ist der nächste Boss.
Und da werden wir uns hinbegeben, aber nicht jetzt sofort. Sage mal. Aber wir haben Jarnsax besiegt. So muss es sein, so soll es sein. Geile Sache. Der erste Boss ist Geschichte. Und die Trugbilder sind wirklich babamäßig. Also, dass die ablenken und auch die Attacken auf sich ziehen, es ist das Beste, was man machen kann. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Und mal schauen, ob wir dann den nächsten Boss klatschen. Laufe ich gerade überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ja, ich laufe richtig. Natürlich Holz. Oh, Eisen. Ich wollte Gold anbauen bei den Feldern, genau. Weil ich nicht weiß, wie oft und wie lange und wie viel Gold wir dann noch brauchen werden. Boah, das ist geil mit dem Wolf. Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist einmal babamäßig. Gold. Granat. Eisen. Hallo, zugehen. Und wir könnten doch jetzt, glaube ich, auch was Neues bauen. Die Questtafel können wir bauen. C. Alter, ist die groß. Alter, ist die groß. Pelzmarkt, geeigneter Schutz. Hier gibt es Bögen. Und ein Hammer. Aber das sind Stufe 1 Sachen. Die sind für uns nicht mehr nötig. Das sind Stufe 2 Sachen. Nornbogen 2, den Hammer aktuell. Also wäre das hier wohl eher was für uns. Wobei wir hier sei das Schleier und sei das Hammer Hammer schon. Hier haben wir auch das Schwert. Es tut mir leid, ich bin immer noch verrotzt und erkältet. Gulweigs Klinge, was ist denn hier? Glutsperr, Glutwache. Utgards Helm. Oh, Utgards Hose. Schuhe, gibt es auch die Brustplatte? Nee, die muss man anscheinend selber herstellen. Wäre aber auch nicht so schlimm. Ui, das ist geil. So, wir müssen aber mal mit Ehre quatschen, ne? Alla mit Garter. Gut gemacht, ein Herr. Diesen Sturm hast du eindrucksvoll gebändigt. Die Jötner sind die Foto der Ragnarök-Invasion. Wenn wir sie hier aufhalten können, erhalten sie eine gute Ausgangslage, um uns diesen älteren... Nochmal. Gut gemacht, ein Herr. Diesen Sturm hast du eindrucksvoll gebändigt. Die Jötner sind die Vorhut der Ragnarök-Invasion. Wenn wir sie hier aufhalten können, erhalten wir eine gute Ausgangslage, um uns diese Älteren vorzuknöpfen. Als nächstes ist Halogi, der Feuerjöton, an der Reihe. Baue einen Bootsanleger, damit du aufs offene Meer hinaussegeln kannst, um das Qualmhochland zu erreichen und Halogi zu stellen. Bei dieser Gelegenheit kannst du auch eine Questtafel bauen und ein paar persönliche Quests abschließen. Sobald du bereit bist, solltest du stets im Hinterkopf behalten, dass Halogi Eis fürchtet. Also bereite ihm eine frostige Begrüßung. Ja, hier. Herstellen. Danke für die 2 Goldhörnchen.
Also ist der nächste Halogen. Der mag kein Eis. Und wir können hier ein wunderschönes Eisschwert machen, wenn wir Draugewegstein und Bersteis haben. Wo kriege ich denn das her? Ich würde tatsächlich dann aber mit dem anderen Schwert da rangehen. Oder mit dem Hammer. Oder wieder mit dem Nornbogen, der es tatsächlich in sich hat. Also werde ich ab sofort die Pfeile behalten, ne? Was ist denn das? Sei das Schild. Achso, brauche ich nicht mehr. Hä? Was? Ach so! Das war die Seiderrüstung. Hä? Warte mal. Genau, Gullweigs Sachen will ich behalten, ne? Weil die gibt mir Feuerresistenz. Das ist doch eigentlich ideal für den neuen Boss. Aber gibt es denn hier auch einen Eisbogen? Ja, hier. Wir besitzen aktuell den Nornenbogen. Der macht Blitzdamage. Können wir alles nicht herstellen. Schade. Hier könnten wir Werkzeug. Mach mal. Warum nicht? Wir können jetzt Kristallsachen herstellen. Haben wir alles hergestellt. Jetzt fehlt uns ein bisschen was. Der will auch Saphir haben. Hä? Was ist denn das? Frostkiefer? Es gibt ein Eisbiom. Der will so eine komischen Talismane haben. Der will auch... Okay, es gibt definitiv ein neues Biom. Was wir suchen und finden müssen. Ja. Oh, die kommt irgendwann wieder. Das ist geil. Das ist echt geil, wenn die wiederkommen. Ich habe tatsächlich selbst meine eigene Insel noch nicht ganz aufgedeckt. What the fuck? Was ist denn das da? Das ist ein Zelt mit Feuer oben drauf. Außenposten. Okay. Ja, wir haben den Boss besiegt. Was will man mehr speichern und Welt verlassen? Ich muss jetzt diese Drohne loswerden. Die nervt. Die geht mir so hart auf den Sack. Ja. Belohnung können wir uns auch abholen. Hier eine Belohnung. 3 goldene Hörner. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Ich habe wie viel? 104 und 152. Zubehör. Und das sind die Taler, die man für Echtgeld einlösen kann. Und die Begleiter und Reittiere ist... Die machen einfach gar nichts. Es gibt keine Geschwindigkeit oder dergleichen. Also, man muss es nicht machen. Ich würde mir aber gern so einen hier holen. Ja, das ist hier hinten das Aussehen. Das braucht man gar nicht. Anpassen. Dann nehmen wir jetzt nämlich den hier. Und deswegen bin ich hier auch nackt, weil ich halt meine Kosmetikausrüstung hier abgelegt habe.
Ansonsten hätte ich die nämlich an und im Game würde das anders aussehen bei mir. Also die Rüstung würde dann dieses Kosmetikstück haben. Genau, da haben wir jetzt ausgetauscht gegen den. Was will man mehr? So, dann würde ich mich jetzt hier aber verabschieden. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.